einige Kunden haben den Anspruch, immer wieder was Neues zu bekommen. Irgendwie alle paar Wochen gibt es wieder was. So französische Trüffel, nennt sich Trüff-Fantasie, steht's genau. Und ist so ganz, ganz cremig, zergeht auf der Zunge. Das ist so die goldene Mitte, sage ich mal. Das ist weder zu süß noch zu herb. Auch solche Schokoladen, so bestreute, wo man sieht, was drauf ist. Also sozusagen, dass man sofort eine Ahnung hat, was einen erwartet. Es gibt auch Schokoladen, die toll sind, aber das weiß man halt nicht, wenn man sie noch nicht probiert hat. Das ist ja schwierig, weil die Frage wird mir öfters gestellt von Kunden, aber ich konnte sie eigentlich nie beantworten, weil es zu viele gibt. Also es gibt vielleicht 20, die ich mitnehmen würde, irgendwo auf einer einsamen Insel. Gibt es von Felchin, einer Schweizer Firma, eine 49-prozentige Schokolade. Das ist eine Milchschokolade, die eben mehr Kakao hat als üblich, deswegen eben nicht ganz so süß wie eine normale Milchschokolade, aber irgendwie schöne Aromen vom Kakao und irgendwie trotzdem noch was Cremiges. Dann gibt es von Amedei, das ist eine italienische Firma, eine 70-prozentige Schokolade, die heißt Porcellana. Porcellana deswegen, weil die Kakaofrucht zu einem bestimmten Zeitpunkt so ein bisschen rosa-weiß schimmert und ein bisschen aussieht wie Porzellan, gehört zu einer der seltensten und besten Bohnen, ist leider aber auch die teuerste Schokolade mit irgendwie 12,90 Euro für 50 Gramm, was schon sehr, sehr, sehr viel ist. Und dann gibt es, so italienische nennen sich Tartuffi Bianchi, ist weiße Schokolade mit kleinen Haselnussstückchen und Haselnussmasse, geht ein bisschen in die Nougat-Richtung. Ja, damit könnte ich eine Zeit lang überleben.